Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Modern Sky Block 2 zusammen mit dem Skate. Wir sind fast am Ziel. Hallo. Fast. 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 Ja, das war ganz gut. Wir haben letzte Folge in der Besen-Single crafted, nur können wir es nicht betreiben. Ja, weil wir nicht genug Strom leiten können, wie wir mittlerweile herausgefunden haben. Genau. Aber das also, ist zumindest schon mal besser, als mehr Strom zu produzieren. Das stimmt. Also, es ist tatsächlich so, wir haben dann irgendwann geguckt, hey, guck mal, der Generator dahin, der macht viel zu viel Energie eigentlich, aber beide LV-Konnektoren sind leer. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass wir nicht genug Strom hier rüber bekommen. Ich habe dann auch mal geguckt, wie sie sich verhält, wenn wir gar keinen Strom reinpumpen, und es sieht wohl so aus, als bräuchten wir ungefähr 4 LV. Oder Konnektor? Halt oh Gott, okay. Ein MV. Das war jetzt die aktuelle Lösung. Ja, aber ich bin schon am Elektro machen, also läuft es auf MV hinaus. Ja, okay. Ich habe währenddessen Kappa mal erstellen lassen, weil was wir ja auch noch machen möchten, um einfach ein bisschen das Ding zu stabilisieren, ist eine Windmill. Ja. Kann man die wieder hochcraften oder wurde die größere? Ach, die bessere Windmill nicht. Wurde deaktiviert. Ja. Kann man machen, wenn man zu viel hat, dann ist das in Ordnung. Jetzt frage ich mich gerade. Haben wir eigentlich Treated Wood, also viel Treated Wood? Also, oder haben wir das einfach immer nur das Treated Zeug weggeschmissen? Wir haben 2,5 Stacks Treated Wood. Okay, das könnte reichen für den Windmill. Aber auch nur vielleicht. Dann kümmere ich mich mal ein bisschen um die Windmill. Ich mach gleich mal eine Presse, denn wir können die Kabel direkt pressen, statt erst Platten machen zu müssen und sowas. Ah, wie klug das ist. Das macht die Sache natürlich ein ganzes Stück leichter. Wie viele Windmills kann man aneinander schachteln? Genauso wie Wassermühlen 3 Stück oder geht Windmill nur eine? Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, es gibt nur eine. Oh Mann, oh. Dann mache ich mal 8 Stück. Okay, ich kann. Ich habe schon mal die Sachen für den Windmill, glaube ich, fertig. Ja. Das ist mit unseren Vorräten mittlerweile sehr einfach. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Ja, ne? Braucht nur noch den Dynamo und auch der ist mit unseren Vorräten mittlerweile sehr einfach. Haben wir die Kappa Wires kannst du. Ach, das war das. Genau. Einverstanden. Kann man also die auch Kappa mit dem Ding direkt pressen? Mhm. Wenn du diesen Wire-Dinger machst, dann kannst du alles durchpressen. Das ist cool. Ja, da bin ich gerade dabei. Was, sorry? Ja, ja. 5 Stahlplatten und den Engineerings, wenn du das meinst, oder? Genau. Okay, geil. Da kümmere ich mich währenddessen mal. Ich habe jetzt halt pervers viel Kappa hergestellt, weil ich dachte, wir brauchen das, aber alles cool. Kann man immer genug haben. Ja, du musst das übrigens nicht mehr machen, ne? Wir haben eine Stahlpresse da. Also, ich baue den Table mal, glaube ich, ab, damit du nicht auf blöde Ideen kommst. Jetzt habe ich noch so einen Wirecutter gemacht, verdammt. Weil den brauchen wir halt wirklich nicht mehr. Der kann jetzt im E-System. Ja. Zu den Items, an die wir später nicht mehr rankommen werden. Kannst du den Hammer kurz in die Kiste legen? Hammer? Ich glaube, du hast ihn aufgesammelt, aber ich bin mir nicht sicher. Ach so, den Immersive Hammer? Nee, den hast du nicht aufgesammelt. Der Plattenmachhammer. Ach so, nö. Das musst du hier drüber machen. Also, bist du gezwungen. Wimp. Oh, wie cool. Das ist ja okay. Mega nice. Ich leg mal nach, weil ich brauche ja auch ein paar. Ja. Ey, das ist so geil. Alter, das ist halt richtig cool. Vor allem guck dir mal die Not Enough Items oder nee, wie heißt das, die Weiler oder was auch immer das ist, Integration an. Ja. Wie cool das ist mit den 2 Balken sogar. Ja, weil mehrere Items da drin sind, das ist echt nice. Die Stick Elektron. Wow. Also MV-Wire haben wir, wollen nur noch Konnektoren. Mhm. 3 Eisen hätte ich dir oder halt mit Clay. Okay, Clay haben wir, glaube ich, auch noch. Mhm. Hier und. Hä, wie hier. Mega cool das ist. True Dad. Halt, also, das ist halt wirklich mega cool. Also, ich habe jetzt einfach schon. 8, 16. Ich habe jetzt schon 16. Und ich glaube, ich brauche halt nicht mal so viel, wie ich gemacht habe. Nö, ich hätte nur 8 gebraucht. Easy, ich kann gleich 2 Dynamos machen. Okay, übertreiben wir mal nicht. Hä? Warum ist denn das jetzt gerade alles so einfach? Wetten, der gibt einfach gar keinen Strom. Der gibt gar keinen Strom, wetten das. Das wäre nicht so cool. Ich wette echt. Wo können wir das Windrad hinmachen? Überall, rund um unsere Insel. Ja,
Wie viel Platz braucht denn das? Weil ich bin gerade echt davor, das einfach hier hinzuklatschen. Ich probiere es mal. 5x5 oder 7x7? Irgendwie sowas. Ja, oh. Ich probiere es. Oh oh. Es dreht sich auch. Ich glaube, es hängt. Oh, jetzt. Oh nee, es geht. Und erzeugt die Energie? 0 RF bis jetzt. GG. Aber wer weiß, wir wissen ja nicht, wie viel das in Wirklichkeit ist. Das ist ja das Problem. Achso, nee, aber das Ding ist verbuggt auch. Ja, also der zeigt nie was an, das stimmt. Wie testen wir das jetzt? Ich brauche irgendeine Maschine, die Strom braucht, die ich mal schnell draufbauen kann. Achso. Haben wir noch Power Cubes? Mit denen könnte ich es testen. Ja, wir haben noch einen. Unten. Ja, ich guck mal schnell. Und ich brauche noch drei Eisen. Fünf Eisen. Ich habe leider nur noch 7. Aber in der Kiste müssen noch ganz viele sein. Yep. Ich brauche 5 Eisen, ich habe leider nur noch 7. Jetzt teste ich das mal schnell, was der ausgibt. Oh, du, der ballert aber gut. Okay, ich check nicht genau, wie viel das ist. Aber es sind schon... Also das dürften die 40 RF pro Tick schon sein, die er gerade raushaut. Also, ja, kommt hin, ne? Kein Problem an der Stelle. Jetzt brauchen wir nur noch MMV-Konnektoren und eventuell schaffen wir es ja sogar, dass wir komplett unabhängig sind. So, und was macht er? Der lädt sich nur nicht auf. Gegen Null konvergieren. Nee, das reicht 10-mal nicht. Nee. Also noch mehr Windräder. Hast du noch mehr? Das ist jetzt die Frage. Also wie schnell geht der? Der geht ja echt granatenschnell gegen Null gerade, ne? Ja. Das ist voll unzufriedenstellend. Mehr Windräder. Wie viele Windräder brauchen wir denn? Also Windräder sind halt echt billig. So, ne? Also das könnten wir ohne Problem noch ein paar bauen. Ja. Ich mache noch einen Post. Du machst Windräder und Dynamos. Das ist faire Arbeitsteilung. Okay, bis gleich. Okay, gut. Wir haben jetzt mittlerweile genug Windmühlen und Konnektoren gemacht. Hoffentlich, um das irgendwie ein bisschen zu betreiben. Ja. Und sie irgendwo hingestellt. Aber das ist noch okay. Es ist so die Frage. Okay. Wir brauchen eigentlich noch mal einen Post, wo wir die alle zusammenführen jetzt, ne? Ja, hier. Weil MV sollte schon reichen. Ach, cool. Hier, warte. Einverstanden. Setzt du die Dinger hin? Ja. Gut. Eins. Numero uno. Zwei. Und? Oh, ich brauche ein Eisen für die dritte. Nein, okay, das hat jetzt voll unspektiv. Ich hab. Okay. Oh. Hier. 40. Okay. Ja, okay. Also. Weißt du noch, als wir Probleme mit Eisen hatten? Die Tage sind jetzt vorbei. Ach, sag's erst mal nicht, bevor du nicht runtergefallen bist. Nach, ich bin runterfallen. Okay. Der hier müssen wir kappen. Wir haben den Connector zu wenig. Was? Ja. Nein. Doch, ich hole kurz Clay. Warte, ich gebe dir mal die anderen Sachen. Das hier und das hier. Den Pfosten musst du cool machen. Das kann ich nicht. MV Rear, okay, ja, das kriege ich hin. Einen Pfosten cool machen, ne? Einen Pfosten kenne ich nicht aus. So, zack. Ah, okay. Hast du gerade irgendwas gecraftet so? Ich weil nö. Er leckt minimal. Also, oder auf Deutsch, das Verhalten habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ach, dass der Pfosten da daneben ist, ein groß. Ja, der Pfosten hat einfach sich gerade, nennen wir es mal, nicht bewegt. Okay. Nein, obstructed. Du hast die einzige Position, glaube ich, gefunden, in der man nicht alle vier gleichzeitig damit verbinden kann. Das ist nicht so gut. Das ist auch irgendwo Kunst. Aber nicht so, wie wir sie brauchen. Ja, wo kommt der denn dann hin? Wenn du die eins neben dran stellst, würde es gehen. Also wenn du den Pfosten auf den Pfosten stellst, kannst du den umtragen? Oder crasht dann der Server? Ha! Oh. Warte, ich versuche. Ich gebe mein Bestes. Ja. Nee. Nee. Flackert nur. Wenn du den hier hinstellst, wird es gehen. Okay. Bam. Sehr schön. Sieht nicht mehr ganz so geil aus jetzt, aber. Oder ich hoffe mal, dass es geht. Haha. So, das kommt hier hin. Zack, zack, zack. Das Lustige ist, es wird schon angezeigt. Ich sehe nur noch nicht das, was eigentlich da sein sollte.
MV. Das ist einer. MV. Das sind zwei. MV. Das ist aber die haben lang. Natürlich jetzt auch Energie gespeichert, ne? Also das ist so. Ja, wir müssen erstmal warten kurz. Zack und zack. Yeah. Das reicht nicht. Hä? Das kann doch, also jetzt glaube ich langsam nicht mehr dran. Als ob? Hä? Okay. Niemals. Aber das kann doch gar nicht sein, dass der so viel Strom braucht. Wollen wir mal noch versuchen, den anderen per MV anzuschließen? Weil der Explosive Generator macht ja eigentlich genug Strom. Ja. Und genug Relays und Coils haben wir noch für den Spaß. Dann mach mal. Dann probieren wir das mal. Aua. Da ist kein Platz mehr, Hilfe! Ah, ich werde sterben! Oh, ah! Hat er dich jetzt runtergehauen? Jetzt werde ich sterben. Wow, er ist mir fast das gleiche angetan. Ich hoffe mal, dass bis ich fertig gebounced habe, ich full life bin. Okay, jetzt kann ich in Frieden auf ein halbes Herz fallen. Er hat mich einfach von der Plattform runtergesprengt. Ich meine, what the fuck? Ich mache das jetzt zu deinem Business. Ich will mit diesen unschönen Dingen nichts zu tun haben. Hä, das ist immer noch ein Skyblock-Let's Play. So, und der muss jetzt weiter. Ist mir egal, wo du den nächsten Connector hinpackst. Von mir aus da hinten auf die Insel. Ich habe keine mehr. Achso, stimmt, die habe ich ja alle. Hauptsache, yes. Du hast den an die Seite hingepackt. Dann kriege ich es hin. Schön aus der Fähre gezogen. Ich bin gerade wieder von der Insel runtergefallen. GG. Das gibt's doch nicht, Mann. Nein, ich bin schon wieder von der Insel runtergefallen. Mein Gott. Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, da kommt er wieder. Hallo. Hi, 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 hi. Jetzt so eine Explosion. Instant. Ich kann nicht. Ich bin noch auf einem Herzen. Okay, dann gehe ich weiter. Ich kann mich nicht. Oh nein. Okay. Okay. Warte, okay, warte. Okay. Bist du bereit? Warte. Warte. Okay, bin da. Es passiert aber nichts. Hä? Also das Ding hier ist voll. Kann es irgendwie sein, dass der Energy Acceptor zu wenig Energie ins System reinliefert oder so ein Scheiß? Ja, aber das kann ich mir. Also normal, also wenn er das verändert hat, dann wäre es krass, weil wir da einen Controller bräuchten, aber. Weiß ich nicht. Muss denn irgendwie Controller? Guck mal. Geht? Es funktioniert. Ja, aber ich weil den Energy Block zurückgesetzt. Und er lädt sich ja auf. Jetzt ist halt nur die Frage, weil ich baue es nochmal ab. Jetzt lädt er sich. Also es kann sein. Ja, warte mal. Vielleicht. Lädt sich auf. Immer noch auf. Hä, was haben wir getan? Achso, ja gut, aber sie haben gerade internen Speicher, oder? Ja, noch. Ne, hier sind sie leer. Und der lädt sich immer noch auf. Hä? Hä? So haben wir es doch immer ganz am Anfang angeschlossen. Kann es sein, dass wir irgendwie die Verkabelung verkackt haben? Vielleicht. Also davor hatten wir die Zelle mit angeschlossen, ne? Vielleicht lag es daran. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen nachgeliefert. Ja, jetzt geht's halt locker. Schneller. Alter, also das ist jetzt halt. Ich habe jetzt beide Generatoren miteinander verknüpft. Umzug. Guck mal, ob es langsamer wird. Achtung. Ist es jetzt langsamer geworden? Ja, ein bisschen. Ja, definitiv. Aber er lädt sich langsamer halt sogar. Ja, dann haben wir echt die ME-Verkabelung verkackt einfach. Wow. Wir sind auf jeden Fall genau die Richtigen für einen Expert-Mode, ne? Yep. Uns sollte man sowas auf jeden Fall geben. Ja, okay. Lass mal alle unsere Items da reinwerfen, oder? Ja, bin schon dabei. Warte. Wenn mir der jetzt nicht runterfällt, er ist runtergefallen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade gewesen. Ist das geil oder ist das jetzt super geil? Also ich würde das super geil bezeichnen, tatsächlich. Also ich baller jetzt halt einfach wirklich mein gesamtes Inventar da rein. Okay. Man kommt online, der geht nicht, wenn man da aus ist. Ist voll. Ist voll. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn wir das Ding mit Festplatten voll machen, dann reicht's. Ja. Aber wir hatten Hoffnung zwischendurch mal, dass wir endlich Ordnung haben. Und wenn man fair ist, so viel fehlt eigentlich auch nicht mehr. Nee. Wir müssen nur eben noch schnell mehr Festplatten machen. 1K-Festplatten funktionieren auch, glaube ich, oder? Wo ist denn das Problem?
Ja, die Fülle ist okay. Guck mal, 500, 600. Das erste hätte auch eine 4K-Festplatte sein dürfen, aber ansonsten von der Fülle her ist es okay. Die Item-Types sind aktuell das Problem. Okay. Also bis wir mehr Kristalle haben und so weiter, wird das funktionieren. Aber das ist halt so geil, ne? 1K-Storage. Erstmal nach, du hast es schon sortiert, nach Anzahl Items. Weil ich liebe es, ne? Ich verstehe nicht, wie Leute das nicht machen können. Es ist halt wirklich so. Das ist das Erste, was ich mache. Sehr notwendig. Ja. Oh, er verliert gerade übrigens Energie. Er verliert? Ja. No way. Es regnet sogar jetzt wieder. Geh mal schlafen. Vielleicht hilft's ja. Hä, aber es regnet. Normal sollten die Dinger dann sogar mehr Energie erzeugen. What? Wie kann das denn nicht sein? Eskaliert das irgendwie? Ah nein, warte, der Inscriber ist gerade angewiesen, vielleicht deswegen. Okay, ist er jetzt aus? Nee, aber er findet immer noch Energie. Hä? Ich baue den gleich mal ab. Vielleicht, Heiko? Vielleicht verbraucht der Inscriber immer Energie. Gibt ja auch manche so Blöcke. Jetzt geht's. Ja, er verliert doch gerade 1000 F. Hä? Was? Der ist gerade voll gerannt wie ein kleines Baby. Ich hab schon wieder die Kabel hier hinten umgebaut, so wie vorhin auch. Und auf einmal hat er es wieder gefressen. Jetzt haben wir auch mehr als genug Energie. Jetzt lädt sich auch der Capacity hier gerade auf. Ich verstehe es nicht. Warte, jetzt legen wir wieder Items rein so. Und eine Sekunde später hat er wieder keine Energie bestimmt. Ja, aber keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich weird. Ja. Können wir jetzt eines Tages online kommen und dann ist hier alles kaputt oder? Ja, so wird es wahrscheinlich oder was? Hier, Werkzeuge, brauchst du alles nicht im MW-System. Laubbläser, aha. Der ist wichtig, den würde ich gerne behalten, bitte. Ja, ja. Ja, von daher würde ich sagen, Zeug vernichtet. Was? Okay. Wir haben im MW-System, das funktioniert. Ja, noch. Nein, das wird auch weiterhin. Guck mal, es ist alles voll gerade. Wir können mal spaßeshalber jetzt das hier abbauen. Und jetzt gucken, ob es immer noch voll ist. Ja. Also, wir sind vollständig unabhängig von unserer Hauptenergieversorgung. Weißt du, wir hätten wahrscheinlich nur ein Windrad gebraucht, hätten wir die Verkabelung irgendwie anders gemacht. Ist egal, dafür ist es skalierbar. So, und weißt du, was wir jetzt zum Ende der Folge machen? Bist du bereit? Ach so, das Ding starten? Ja, ich bin bereit. Ja. Geil, ne? Und bis wir das nächste Mal online kommen, ist entweder unser ME-System kaputt gegangen, yep. Oder dieser Block durch, oder wir haben keine Grinder mehr, weil das ist ja ein offenes Problem. Ja gut, aber wenn wir es mit den Windmühlen haben, dann ist unser E-System ja safe. Alter, es zieht so den Strom mehr. Ja, das ist das Wichtigste, weil jetzt können wir wirklich... Ich komme nicht drauf klar. Wir müssen nicht mehr in diesen Kisten da unten nach Scheiße suchen. Yes. Sondern wir können einfach hier... Wir müssen auch gar nicht mehr so viel umziehen eigentlich, bis wir oben vernünftig arbeiten können, ne? Nee. Und der nächste Task, den ich habe... ist dir ein eigenes Terminal zu bauen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als zwei Leute, die im gleichen Terminal craften. Ach so, blockiert sich das? Ja, das ist wie ein Crafting Table. Also aber ich will dann bitte ein smartes orangenes Kabel haben, ne? Also so, wenn schon, denn schon. Okay. Damit mein Terminal orange ist, sonst weiß ich nicht, welches ich verwenden muss. Oh boy. Boah, Mann, also da können wir mal runtergehen und kurz High Five, oder? Also ich habe aber eine Axt in der Hand, das wird gefährlich. Hi, bam! Okay. Boah, zwei Herzen. Das ist mega, also das ist schon, hoffentlich funktioniert es das nächste Mal auch noch. Ich weiß wirklich nicht, woran es lag, von der Verkabelung her, was da schiefgegangen ist. Ja. Ich will es aber auch, um ehrlich zu wissen, sein, gar nicht wissen. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Ich habe aber auch noch nie eine Energy Cell benutzt. Ich habe immer nur einen Energy Acceptor gehabt bis jetzt. Auch. Damit hat immer alles funktioniert. Aber der hat da irgendwie auch nicht funktioniert. Nee. Hoffentlich ist der Core nicht so verbuggt. Das ist jetzt unsere Hoffnung. Ja. Und wenn wir alles richtig machen, dann können wir in der nächsten Folge mit Astral Sorcery anfangen und dann den Eimer mal machen. Also nicht, dass wir jetzt den Eimer noch bräuchten, weil ich meine, wir haben ein fucking ME-System, aber könnten wir mal machen, wenn uns langweilig wird. Ja gut, aber das ist doch gut und ein schönes Folgeende. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao.